Wir reagieren jetzt auf den neuen Vlog von Can. Arda Güler Traumtor. Türkei vs. Georgien 3-1 live aus dem Stadion. Also Can war live dabei im Stadion und er hat das alles aufgenommen und dokumentiert. Ohne viel zu schnacken, ihr habt es im Titel schon gesehen, Türkei hat gewonnen. Und das weiß ich vor dem Spiel schon. Also er wusste schon vorher, dass Türkei gewinnen wird. Interessante Angelegenheit. 7 Monate gab es auf diesem Kanal keinen Upload. Das müssen wir feiern. Wir sind zurück. Wir sind zurück, Bruder. Wallah, Billa, wir sind zurück. Er hat einfach 7 Monate nichts mehr auf dem Hauptkanal hochgeladen, Chat. 7 Monate lang. Aber ich habe jetzt auch mittlerweile sehr lange nichts mehr hochgeladen. Mein letztes Video war auch vor einem Monat? Nee, das kann nicht sein. April, 30. April. Ja, es ist 2 Monate her jetzt schon. Fast. Zurück und wir haben eine Mission. An erster Stelle, Türkei muss gewinnen. An zweiter Stelle, dieser Kanal muss 1 Million Abonnenten machen. Ihr habt's. 1 Million Abonnenten, wie viele Abos hat er? 962.000, ja, ist machbar dieses Jahr. Wollt ihr nicht, dass ich den goldenen Button kriege, bevor ich sterbe, Alter, was ist los mit euch? Ich weiß, dass das Abonnieren für euch sehr schwer fällt. Ihr guckt dann über die Startseite die Videos, ohne den Kanal zu abonnieren. Deswegen habe ich was Gutes für euch. Heute spielt Türkei gegen Georgien. Das nächste Spiel ist gegen Portugal. Und wisst ihr was? Ich verlose. Oh ja, dieses Spiel wird geil. Da werde ich auch live gehen auf Twitch und zusammen mit Alparabi Jim das Spiel angucken. Seid auf jeden Fall dabei auf Twitch. Seid alle dabei, das wird lustig. Was müsst ihr dafür tun? Den Kanal abonnieren, dem Video einen Daumen hoch geben und kommentieren. Aha, okay, er verlost sein Ticket, Daumen nach oben, Kanal ist abonniert. Ticket Portugal. Und kommentieren Ticket Portugal. Ticket Portugal. Ich will definitiv gewinnen. YouTube hat sogar bei ihm kommentiert, Stadion komplett gebrannt. Junge, er hat einfach 24.886 Kommentare. Und das Video ist Platz 2 in den Trends. Krank, Junge. Ich suche mir einen in den Kommentaren aus, wer... Der Fuckfuck hat YouTube übernommen, offiziell. ...da antworten und dann müssen wir uns ganz schnell connecten für das nächste Spiel. Damit ihr Bescheid wisst, falls ihr noch ein Ticket braucht, hier könnt ihr ihn ergattern. Jagt den Kanal hoch mit den Abos und Likes. Yalla, nach 7 Monaten sind wir zurück. Nicht so viel quatschen, ab nach Dortmund. Türkei, let's go. Ich hab noch kein Trikot, ich muss mir Trikot besorgen. Also ich kann nur so viel sagen, das Spiel war aus meiner Sicht sehr, sehr spannend. Ich will gar nicht wissen, wie es aus Can seiner Sicht war. Er war ja live dabei im Stadion. Mann. Schade, dass Kurdistan nicht dabei ist. Dann würde ich auch feiern. Dann könnten wir auch alle mitfeiern gemeinsam. Das wäre echt lustig, aber egal. Ich bin einfach für Türkei. Weil wir sind ja am Ende des Tages Brüder, weißt du, wie ich meine. So, wir sind alle Glaubensbrüder und wir sollten uns gegenseitig supporten und unterstützen. Und für Deutschland bin ich natürlich auch, weil ich bin Deutscher. Seht ihr? Ich bin hier geboren. Ich habe deutsches Blut. Und ich kann nicht abgeschoben werden. Das geht gar nicht, weil ich Deutscher bin. Das ist das Stadion, meine Damen und Herren. Diese Hütte dahin wird gleich brennen. Angekommen an unserem Privatparkplatz. Hier gibt es einen sehr leckeren Inder, Budak. Wir sind aber heute nicht zum Essen hier, sondern zum Parken. Hab ich schon gesehen. Heute essen wir die Georgier. Jetzt laufen wir erstmal zum Stadion und versuchen, ein Türkei-Trikot zu ergattern. Burak, was sagst du Anspannung? Wie ist die Nervosität? Wie ist die Lage, Burak? Ich lasse mir nicht anmerken, aber mein Herz... Aber ich muss sagen, es ist schon hart, dass Can da in 80.000 türkische Fans reinläuft. Weil so einer wie Can hat schon ordentlich Reichweite. Ich meine, der hat fast 1 Million Abonnenten und das ist schon hart. Herz klopft die ganze Zeit. Bam, bam, bam. Fokussiert, Digga. Fokus. Fokus, Digga. Fokus. Heute Ergebnis. Ohne Spaß. Ich sag 5-0. Ich sag 2-1. Wir wollten gerade neben dem Stadion in den Fanshop Trikots kaufen, aber aufgrund einer polizeilichen Maßnahme darf man erst kurz vor dem Spiel hier reingehen. Die Mission geht weiter. Ja, ab zum Hauptbahnhof. 6 Stunden vor dem Spiel. Das ist also nur ein Blechschaden. Nein, ja. Wir sind aber nicht so stehen geblieben, wie der Unfall sowieso passiert ist. Boah, einfach ein Unfall. Das habe ich auch in seiner Instagram-Story gesehen. Das ist richtig hart. Das ist richtig hart. Der hat mit dem GLE einen Unfall gemacht. Mit diesem teuren Wagen. Ich weiß aber nicht, wer schuld war, aber ich gehe mal davon aus, dass der andere Wagen schuld hatte. Fängt schon gut an. Haben leider einen kleinen Unfall gemacht, nur weil wir ein Trikot kaufen wollten. Der Moralabschluss ist nicht zu beschreiben. Ich hoffe, das legt sich gleich. Wir warten gerade auf die Polizei und dann geht's weiter. Ich sehe nicht ein Georgier, alles nur Türken. Ja! 3-0, Bruder. Nicht ein einziger Georgier, Junge. Da die Polizei leider nicht. Also bei mir auch. Kommt. Bei mir auch in der Innenstadt nicht ein Georgier da gewesen. Ich schwöre, meine Moral ist. Ich weiß nicht mal, wie ein Georgier aussieht. Wie sieht so ein Georgier aus? Jetzt wird's heiß hier. Jetzt wird's heiß.
Man könnte denken, die ziehen in den Krieg, Alter. Ey, was ein geiler Vibe, ohne Witz. Ich wäre auch gern da gewesen. Einfach nur für den Vibe. Das wäre wirklich geil. Aber nach wie vor, ich sehe immer noch keinen einzigen Georgier. Ah! Damas! Ein Georgier, endlich! Ein einzigen Georgier! Na komm da runter! Sager Duello! Er ist einfach im Fenerbahce-Trikot. Also alle haben rote Sachen an, nur er nicht. Er ist der Imposter. Ich sag's euch, er hat jetzt nur ein paar Zuschauer reingeschnitten, die Fotos mit ihm gemacht haben, aber ich kann mit euch wetten, es haben locker hunderte Menschen mit ihm Fotos gemacht. 100%. Siehst du, wie heiß das ist? Hat ihr gesehen, St. Jones Meter, Jackson Meter, ne? Jones Jackson. Ältere Leute sagen St. Jones und Jackson, das fühlt sich so komisch an. Irgendwas bist du auf jeden Fall, Jackson. Ich bin Jaden, Dicker. Ich habe auch einen TikTok-Clip gesehen, wo die Türken alle, das war glaube ich in Dortmund, wo die alle Free Palestine geschrien haben. Das hat mir richtig Gänsehaut gegeben, ohne Witz. So, die haben trotz dessen, dass es gerade um Fußball geht, an unsere Brüder und Schwestern gedacht, die ja gerade am Leiden sind. Und das hat sich wirklich mein Respekt verdient, ohne Witz. Ist das die Nationalhymne, Chat? Oder ist es einfach nur irgendein Song? Ah, okay, ist die Nationalhymne. Die haben einfach die ganze Stadt übernommen. Gänsehoden, Bruder. Alter, das ist gerade ein Spiel in der Gruppenphase. Stellt euch mal vor, Türkei ist im Halbfinale oder im Finale. Was würde passieren? Die Erde würde beben. Komplett. Also, was sagst du dazu, dass Albanien 2-2 gespielt hat? Wie bitte? Albanien hat 2-2 gespielt, was sagst du dazu? Sag mal, warum redest du ja eigentlich? Sei leise! Bruder, du darfst nicht reden. Ich reagiere gerade auf ein Video. Wir haben uns verstanden. Können weitermachen. André, wie viele Tore machst du heute? Okay, top, 2 ist gut. Dankeschön, Bruder. Ja, schöne Assenabes. Alles nur das nicht, bitte. Okay. Also wirklich, er hat locker Tausende. Also allein ich habe in der Innenstadt mit sehr vielen Türken Bilder gemacht.
Mit sehr vielen türkischen Fans. Ich will gar nicht wissen, wie es bei Can war. Was sagst du, was ist der Endstand heute? Oder 1-1. 1-1? Auf keinen Fall! Auf gar keinen Fall! Okay, es war gerade ein Georgier. Also das finde ich schön, dass sie miteinander sympathisieren. Das ist sehr, sehr gut. Dass sie sich miteinander verstehen und dass es so friedlich abläuft. 1-1! Auf keinen Fall! Auf gar keinen Fall! Türkei! Kaçtaş oğlum! Kaçtaş! 3-0! 3-0! Was sagst du heute? 2-1! 2-1, Türkei! Ich habe auf TikTok gesehen, Mero war auch im Stadion, aber der war getarnt. Ich habe von ihm irgend so ein TikTok-Video gesehen. Der hatte so Gesichtsbedeckung hatte er auf. Man konnte ihn nicht sehen. Also die Menschen konnten ihn nicht erkennen. Aber der war auf jeden Fall getarnt im Stadion. Can abi bir resim çekelim mi bitte? Türkiye! Circa 3 Stunden vor dem Spiel, georgischer Fanmarsch. Ach, da sind die Georgier und ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wo sind die, Alter? Naja, die gehen jetzt nicht so wirklich ab. Man kann die jetzt nicht so sehr hören wie die Türken. Also bei den Georgiern ist es einfach gar keine Stimmung. Null. Mach mal dein Soundboard weg, ja, Sadame. So, aber die Georgier auf jeden Fall Lash. Was ist denn das für eine Lash-Stimmung mit seinem Bier in der Hand? Georgia, Georgia! Aber kann auch sein. Junge, wer macht das? Hör auf mit diesem Scheiß, Mann. Ich reagiere gerade auf ein Video und du machst irgendwelche Stöhn-Soundeffekte von Männern. Hör auf mit dieser Scheiße. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ja, aber es gibt manche Länder, die interessieren sich auch nicht so sehr für Fußball. Versteht ihr? Das kann man denen auch nicht übel nehmen. So, vielleicht juckt es sie nicht. Vielleicht nehmen die es auch nicht so ernst wie die Türken. Für die ist es wahrscheinlich einfach nur so ein Vergnügen und das war's. Nichts Ernstes. Die Fahne hat nichts auf dem Boden zu suchen. Weiter Kitsch für seinen Innenjack. Boah, das Stadion kennen wir sehr gut. Angekommen im Stadion. Jedes Mal, wenn wir im Stadion waren, hat die Mannschaft gewonnen, für die wir waren. Heute holen wir den Sieg. 3 Punkte. Mit Ansage, erste 20 Minuten, 2-0. Okay. Tschüss. Wir kommen jetzt rein. Du musst dir vorstellen, das ist deren erste EM oder WM überhaupt, der Georgier. Ach, die waren noch nie bei einer EM dabei, oder wie? Oh, okay. Der Kameramann darf leider nicht rein, weil wir nur 2 Tickets haben. Wir switchen jetzt auf diese Kamera und hoffen, du Hurensohn. Gänsehoden, Aura ist gerade bei ihm über 10.000. Das ist schon hart, den ganzen Tag rumschreien, also da. Man muss schon echt eine übelste Energie dafür haben. Okay, meine Damen und Herren, es ist Sommer, erstes Spiel in der Türkei, es regnet, ich stürme einfach. Was? Eier lecken. Nur noch eine Chance, dann bin ich raus. Eine letzte Chance. Ja! Nein! Oh! Alle gehen rein, wir werden einfach nass. Okay, dann gucken wir, was drin abgeht. 3-0 Türkei. Wir sind jetzt reingekommen und patch nass. 3-0 Türkei. Stark. 3-0 Türkei. Wir sind jetzt reingekommen und patch nass. Ich hoffe, wir haben ein Dach über dem Kopf. Er sagt patch nass. Patch nass, Junge. Bei dem Regen jetzt. Doch. Ja, aber ich meine im Stadion. Oh, weia, es kann was werden. Willkommen im Stadion. Hast du Fernglas dabei? Hab ich dabei, ja. Junge, das Spiel hat noch nicht einmal angefangen und Can, seine Stimme ist weg. Jetzt schon weg. Ja, guck. Hey, super. Oh, sehr gut. Damit man sieht, wie es regnet. Ja, haben wir ja. Hä, warum ist das Stadion so leer? Ja, der Regen hat ein bisschen reingekackt. Man hat auch ab und zu im Spiel gesehen, wie der Ball, wie die Spieler ausgerutscht sind oder wie der Ball weggerutscht ist. Aber das hat die Türken natürlich nicht aufgehalten. Ich höre nichts, online ist so laut!
Okay, ja, Wissig. Ja, na, also bitte kick einfach die Person, die reden. Ich bin hier raus. Wir hören uns dann irgendwann mal anders. Aber das gebe ich mir nicht, okay? Ich danke euch trotzdem, dass ihr da wart, aber das gebe ich mir nicht. So, ich bin raus aus dem Discord. Was? Haben die echt haben die im Stadion Halal-Wurst verkauft? Krass, Junge, geil! Der Gewinner hat dort! Mert Gimmer! With number 4, Samet Number 6, Orkun. Ich wusste nicht mal, dass die im Stadion diese ganzen Spieler zeigen. Junge, dieser Abdul Karim, er ist so ein Schrank, das ist unglaublich. Der Typ, der ist ja Abwehrspieler. Der Typ ist so ein Schrank und so ein Monster, das ist unglaublich. Ferdi Fuchs, Mini-Würstchen! Ferdi Fuchs, Mini-Würstchen, würde ich im Stadion schreien. Ja, es wird wahrscheinlich den Türken nicht gefallen, dieser Witz, aber ja, muss gemacht werden. Man kann ja auch hin und wieder mal Witze reißen, Alter. Nimm's doch mit Humor. Ich werde in den Kommentaren jetzt bestimmt gehatet. Aber juckt, brei, juckt. Türkei hat einfach einen italienischen Trainer. Warum eigentlich? Ich verstehe das nicht. Warum haben die keinen türkischen Trainer? Einfach irgendein Vincenzo ist Trainer von Türkei. Gute Offensive! Gute Offensive! Warte mal, Kadu. Hallo! Ey, da ist Oki, da war Ozan. Was macht der denn hier? Schönste Party der Welt. Nur noch wenige Minuten, was sagst du, Can? Ich will aufgehen. Kleiner Fun Fact, Can hat gesagt, er wird sich eine Glatze machen, wenn Türkei dieses Spiel verliert. Und ich sag euch ehrlich, es wäre schon lustig. Ich hätte gerne gesehen, wie Can sich eine Glatze rasiert hätte. Schade. Also es wäre eine Win-Win-Situation. Entweder Türkei verliert und Can macht sich eine Glatze, das wäre lustig. Oder Can macht sich keine Glatze und Türkei gewinnt, das ist halt natürlich auch gut. Also es ist halt Win-Win. Ich finde es aber ehrenlos, dass die Türken während der georgischen Hymne laut gebuht haben. Was? Ernsthaft? Haben die das gemacht? Das sieht man jetzt bestimmt hier in dem Video. Nee, der hat das nicht reingeschnitten. Sieht man im März-Vlog. Alter, wenn das stimmt, das ist wirklich respektlos, ohne Witz. Das ist richtig eib und richtig respektlos. Das macht man nicht, weißt du, was ich meine? So, man soll den Gegner trotzdem respektieren, so. Weißt du, was ich meine? Das ist am Ende des Tages nur Fußball. Es ist kein Krieg. Es ist einfach nur Fußball, Bruder. Chill deine Eier. Junge, die da hinten sehen gar nicht aus wie Türken, Bruder. Das sind irgendwelche Deutschen.
Ich frage mich echt, wie laut es da gewesen sein muss. Wenn Can sich schon die Ohren zuhält und der geht eigentlich sehr oft in so Fußballstadien. Das muss schon echt hart gewesen sein. Er klingt einfach wie Donald Duck, seine Stimme ist komplett weg. Ganz knapp, ganz knapp. Ich frage mich, wie Can bei dem Upside-Store reagieren wird. Ja, wer ist dieser Mann? Warum schlägt der Can? Ich sag's euch ehrlich, dieses Spiel war wirklich ein sehr, sehr spannendes Spiel. Ich habe das Spiel richtig gefeiert und ich habe da wirklich mitgefühlt. Das war sehr, sehr spannend. Sowohl die Georgier als auch die Türken, beide Seiten haben sehr gut gespielt. Das Tor, Junge! Das Tor war so Legende! Und jetzt kommt direkt gleich nochmal, direkt wieder ein Tor, aber war leider abseits. Ja, warum fässt der Can die ganze Zeit so an? Er fässt ihn ein bisschen zu viel an. Ja, das Tor ist abseits. Jetzt will ich Can seine Reaction sehen. Abseits! Mann, Alter! Er weint einfach! Er weint! Boah, das ist echt bitter, ohne Witz. Danach kam die Halbzeit und nach der Halbzeit haben die dann auseinandergenommen. Was war das denn, ja? Was ist gerade nicht passiert? Was ist das denn, ja? Was ist gerade nicht passiert? Was war das, ja? Ja, was passiert hier, Mann? Was ist los mit uns? Er weint fast, Bruder. Komm, mal umgekehrt. Alter, bitte komm. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich kann nicht sagen, was in der zweiten Halbzeit passiert ist. Mein Sohn ist das gerade. Jungs, bitte, was macht ihr da, Mann? Ja, aber dieses Spiel war so... war eine Nervenachterbahn, mein Lieber. Ey, stark gehalten auch von Georgien Torwart. Das war das schönste Tor der EM, meiner Meinung nach.
stark, ohne Witz stark. Bruder, sagst du nicht mehr, Bruder, sagst du nicht mehr. Hau da auch noch, du kannst das doch. Schieß doch, schieß doch. Dieser Amjan neben Jan, der fühlt das Spiel mehr als Jan selbst. Stark gespielt, Respekt. Er ist, glaube ich, 18 Jahre alt, dieser Arda. Und der hat wirklich, der nimmt gerade bei der EM auseinander. 18 Jahre alt. Mit 18, was habe ich mit 18 gemacht? Mit 18, wo waren wir mit 18? Ist er 19? Ah, 19 ist er. Ja, auch, trotzdem heftig. Mit 19 macht er hier so schöne Tore. Bei der EM. Der Torwart ist hier rausgekommen, da hat die Türkei Gegenangriff gemacht und einfach ein leeres Tor. Genau, das ist hart. Das ist hart. Stellt euch vor, er hätte den Schuss einfach nicht getroffen. Wie lustig wäre das? Ey, stark, stark, ohne Witz. Stark. Und das Video ist explodiert. Platz 2 in den Trends, 355.000 in 23 Stunden, stark. Ja, wenn ihr wollt, dass wir auf weitere The Fuck Fuck EM Stadion Vlogs reagieren, dann lasst einen Daumen nach oben da und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann.